Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte mich an dieser Stelle erst einmal prophylaktisch dafür entschuldigen, falls irgendwelche Flatulenzgeräusche entstehen, da ich auf einer Ledercouch sitze und die komische Geräusche macht zwischendurch. Nur damit ihr das auf jeden Fall schon mal wisst. Ich werde heute ein etwas ernsteres Thema ansprechen und zwar möchte ich heute gerne mit euch darüber sprechen, wieso ich mich 7 Monate in der Ketose befand, sprich ketogen ernährt habe. Für alle, die nicht so genau wissen, was die Ketose oder die ketogene Ernährung ist, das heißt, ich habe radikal auf Carbs, also Kohlenhydrate, verzichtet. Das Ganze habe ich 7 Monate lang gemacht und zwar als Selbstversuch. Meine Hypothese, die ich aufgestellt habe, war, dass endometriosebedingte Beschwerden durch die Ketose reduziert werden. Es gab mehrere Anzeichen dafür, dass eine Kohlenhydratreduktion auf jeden Fall Endometriose lindern kann. Und dann war ich auf jeden Fall neugierig und dachte mir so, okay, es gibt jetzt nicht allzu viele Studien dazu. Ich muss das auf jeden Fall an mir selbst testen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Jetzt hat die Ketose natürlich mehrere verschiedene Einflüsse auf den Körper. Nicht nur auf die Endometriose, sondern natürlich auch auf Sport, auf die gesamte Ernährung im Allgemeinen oder auch allgemein auf den gesamten Stoffwechsel im Körper. Ich möchte hier gar nicht so genau darauf eingehen, wie die Ketose funktioniert und was da für Prozesse im Körper ablaufen. Ich werde euch auf jeden Fall ein paar Videos oder Links unten verlinken, da das sonst auf jeden Fall den Rahmen des Videos sprengen würde. Nur so viel, dadurch, dass ihr natürlich radikal auf Kohlenhydrate jeglicher Art verzichtet, passiert natürlich einiges mit eurem Körper. Ich werde euch heute nur meine persönlichen Erfahrungen mitteilen in Bezug auf Endometriose und Ketose und was sich da verändert hat, inwiefern das irgendwie was gebracht hat oder auch nicht. Und mein Fazit, ob es sich gelohnt hat. Ich möchte an dieser Stelle nochmal anmerken, dass es mein persönlicher Erfahrungsbericht eines Selbstexperiments. Es ist absolut keine Empfehlung an euch da draußen, euch jetzt irgendwie besonders zu ernähren oder in die Ketose zu gehen. Ich habe das wirklich gemacht, weil ich ein Selbstexperiment haben wollte, weil ich verzweifelt war. Und ich fange jetzt schon an, die Gründe zu nennen. Kommen wir kurz zu den Gründen. Einer meiner Hauptgründe, auf den ich eingehe, ist wie gesagt die Endometriose, weil mir tatsächlich einfach nicht mehr viele Optionen blieben, damit umzugehen. Jahrelang war meine Lösung, Schmerzmittel zu benutzen. Diese habe ich irgendwann magen-darm-technisch absolut nicht mehr vertragen, weswegen die für mich wegfielen. Mein vorheriger Umgang war, ach ja, die Pille. Das war eine kurze, nette Zeit mit der Pille, muss ich dazu sagen. Nichtsdestotrotz habe ich dann irgendwann krasse Nebenwirkungen bekommen. Dann wurde festgestellt, oh, die Leila, die darf theoretisch gar nicht die Pille benutzen, aufgrund bestimmter genetischer Vorfaktoren. Das heißt, ich musste ganz dringend die Pille absetzen, habe das dann auch von einem auf den anderen Tag gemacht und habe dann ein Blutbild erstellt und alles Mögliche und es ist tatsächlich noch gut gegangen. Nichtsdestotrotz wurde mir dringend davon abgeraten, irgendwelche östrogenhaltigen Präparate zu benutzen. Im Prinzip war ich dann wieder bei Null. Ich habe dann alles Mögliche versucht und die Pille ist auf jeden Fall schon mal weggefallen, die klassische. Schmerzmittel konnte ich auch nicht mehr benutzen. Ich habe es dann tatsächlich mit Homöopathie versucht. Das ging eine Zeit lang gut, wobei ich ehrlich gesagt jetzt zurückblickend glaube, das meiste davon war Placebo und irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Das heißt, das war auch für die Tonne. Alle pflanzlichen Medikamente oder auch Präparate, die man sich so kaufen kann, wie Mönchspfeffer, etc., habe ich auch alles versucht, war für die Katz. Ein super Ratschlag, den man von Ärzten bekommt, ist übrigens auch, ja, also wenn du dann irgendwie ein Kind kriegst oder wenn du irgendwie ein Kind planst oder schwanger werden möchtest, dann hast du auf jeden Fall auch nochmal eine Chance, dass Endometriose geheilt wird. Das ist tatsächlich gar nicht mal so verkehrt, das funktioniert bei einigen Frauen, weil tatsächlich die Neugeborenen im Bauch bestimmte Stoffe produzieren, die bisher noch nicht komplett synthetisiert werden konnten, die tatsächlich Endometriose bis zu einem gewissen Grad heilen können. Ist natürlich jetzt ein spannender Ansatz, wenn man so überlegt, ist aber jetzt gerade in meiner momentanen Lebenslage absolut keine Option. Ich habe dann tatsächlich öfter mal Ärzte aufgesucht und habe mich beraten lassen und leider habe ich da teilweise echt blöde Ratschläge bekommen. Ich bin einmal zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich darf keine Östrogene benutzen, weil XYZ. Ich habe ihm meine ganzen Sorgen und Bedenken gesagt, was ich für Risikofaktoren habe, mit dem Ergebnis, dass mir die Dame eine der risikoreichsten Pillen verschrieben hat, die so auf dem Markt sind. Also für mich am risikoreichsten in diesem Fall. Ich habe mich also so ganz dezent schlecht beraten gefühlt. Ein weiterer Arzt hat dann gesagt, ja, aber es gibt doch auch die ketogene Ernährung. Und Low Carb soll ja auch schon sehr gut helfen bei Endometriose. Da wurde so ein bisschen der Samen gesät, würde ich behaupten. Das blieb dann noch ein bisschen in meinem Kopf, bis der Gedanke tatsächlich ranwuchs und ich es irgendwann tatsächlich umgesetzt habe mit der Ketose. Vorher habe ich aber noch etwas probiert. Ich habe mich tatsächlich noch einmal an eine östrogenfreie Pille getraut. Ich werde das Thema nur ganz kurz anreißen. Ich habe mich unfassbar schlecht gefühlt. Ich habe Akne bekommen. Meine Psyche war komplett in die Tonne zu kloppen. Ich hatte kurzzeitige, wirklich krasse
depressive Aussetzer. Ich würde es wirklich als depressive Aussetzer bezeichnen. Einfach weil ich mich und meine Psyche gar nicht mehr unter Kontrolle hatte. Mit gar nicht mehr unter Kontrolle meine ich, dass alles super war, es ging mir richtig gut. Wir saßen gerade mit Freunden in einer Runde. Wir haben aus ganzem Herzen gelacht, wir haben uns lustige Geschichten erzählt. Und plötzlich wurde wirklich in ein paar Sekunden so alles richtig düster und dumpf. Und ich war in einem richtig krassen depressiven Loch. Ungelogen auf Knopfdruck, es hat keine paar Sekunden gedauert. Ich habe mich aus diesem Loch nicht mehr rausbekommen und ich war maßlos überfordert mit meinen Gefühlen, mit mir selbst, mit den Menschen. Ich habe die Situation und die Menschen und mich selbst plötzlich nicht mehr ausgehalten, obwohl alles gut war. Und solche depressiven Kurzzeitaussätze hatte ich sehr, sehr oft, als ich die Pille genommen habe und teilweise halt wirklich bis zu einem sehr, sehr erschreckenden Grad, auf den ich jetzt aber gar nicht eingehen möchte. Auf jeden Fall habe ich dieses Präparat wieder nicht vertragen. Ich war also extrem verzweifelt und dachte mir, okay, es muss eine Lösung her. Ich werde jetzt einen radikalen Weg probieren, vor dem ich mich die ganze Zeit gesträubt habe, weil die Ketose doch schon ziemlich radikal ist. Aber ist doch super, ich studiere in dem Ernährungsbereich. Der Arzt hat mir gesagt, okay, Low Carb, Ketose, das ist gar nicht mal so die falsche Idee. Probieren wir das auf jeden Fall mal radikal mit der Ketose. Keine halben Sachen und so. An dieser Stelle muss ich nochmal kurz erwähnen, ich rede wieder von meinen Erfahrungen. Es ist keine Empfehlung, das nachzumachen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr radikaler Weg mit der Ketose. Ihr könnt auch schnell einen Mangel bekommen. Und gerade wenn ihr in dem Sektor nicht studiert, dann ist die Gefahr auf jeden Fall nochmal deutlich höher. Auch ich bin von dem Risiko eines Mangels natürlich nicht befreit, nur weil ich das studiere. Nichtsdestotrotz beschäftige ich mich den ganzen Tag mit Ernährung und bemerke vielleicht den ein oder anderen Mangel etwas schneller, weil ich ein bisschen analytisch drangehe, während ich in der Ketose bin. Aber ihr dürft das Risiko auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ich habe also bewusst eine Ketose herbeigeführt. Das heißt, ich habe radikal auf Kohlenhydrate verzichtet. Unter anderem mit der Theorie, ich kann meine Entzündungswerte ein bisschen senken. Ich bin ehrlich mit euch, das, was dann tatsächlich passiert ist und wieso ich wirklich 7 Monate durchgehalten habe, hat auch mich tatsächlich überrascht. Ich habe nicht mit dem Ergebnis gerechnet. Ich möchte jetzt auf jeden Fall die Punkte Schmerzmittel, Schmerzen im Allgemeinen und auch Magen-Darm-Probleme und andere Beschwerden ansprechen. Mit der östrogenhaltigen Pille waren bei mir persönlich alle Probleme wie weggeweht. Ich habe die Pille einfach durchgenommen, das heißt, ich habe keine Abbruchblutung gehabt und keine Pillenpause gemacht. Und es ging mir durchgehend gut. Ich hatte keine Hormonschwankungen, ich hatte keine Schmerzen, weil keine Blutung. Und auch sonst ist es natürlich super, weil ihr durchgehend denselben Hormonstatus habt. Also ich persönlich fand das tatsächlich sehr, sehr angenehm. Wenn ich jetzt einen normalen Zyklus durchlebe, dann habe ich teilweise so krasse Schmerzen, dass ich anfange zu schreien. Und ich nehme Schmerzmittel gefühlt schon als Nahrungsmittel zu mir. Ich bin nicht imstande, mit den Schmerzen umzugehen, weil ich sie einfach absolut nicht aushalte. Und falls ihr jetzt glaubt, es sind nur die Schmerzen, die bei Endometriose schlimm sind, es sind nicht nur die Schmerzen. Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie krass die Schmerzen einen Einfluss auf die Psyche haben. Man hat schon das Gefühl, man ist krass eingeschränkt, man hat eine chronische Erkrankung, was ja tatsächlich der Fall ist. Und man fühlt sich einfach schon ein Stück weit behindert, muss man an dieser Stelle sagen. Man fühlt sich super stark in seinem Alltag eingeschränkt. Man hat das Gefühl, die meisten Menschen nehmen einen bis zur Diagnose sowieso nicht ernst und alle sagen, ja, ja, stell dich nicht so an, heul nicht rum, das haben alle Frauen im Monat. Nur dass der Punkt ist, diese enorm krassen, unaushaltbaren Schmerzen haben eben nicht alle Frauen im Monat und es ist nicht normal. Es ist ebenso wenig normal, dass man einen chronischen Eisenmangel hat. In meinem Fall sind das auf jeden Fall auch noch Magen-Darm-Probleme und Magenkrämpfe und Unterleibsschmerzen im gesamten Bauchraum. Und da wir ja sowieso hier so antitabu-mäßig unterwegs sind, ich habe auch generell bei allem, was ich irgendwie so auf Toilette treibe, auch unerträgliche Schmerzen, vor allem vor meinen Tagen und während meiner Tage. Viele Endometriose-Patienten beschreiben die Schmerzen als wellenförmig und wehenartig. Und es gibt auch einige Endometriose-Patienten, die sagen, die Geburt war weniger schlimm als die monatlichen Schmerzen. Ich glaube, das sagt schon einiges über das Schmerzprofil Endometriose aus. Und das Tückische bei Endometriose ist, dass die Schmerzen nicht weniger werden. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich verzichte jetzt auf Schmerzmittel. Die Schmerzen werden tatsächlich schlimmer. Das liegt zum einen natürlich an den Prozessen, die im Körper vorgehen, dass tatsächlich auch mehr Schmerzbotenstoffe ausgeschüttet werden bei der Erkrankung. Und das ist halt das Tückische. Das heißt, die Patienten bilden sich nicht ein, dass die Schmerzen stärker sind, sie sind tatsächlich stärker. Wenn ich jetzt also meinen Zyklusvergleich jetzt zwischen nicht in der Ketose und nicht auf Hormonen, also quasi meinen regulären Zyklus mit regulärer Ernährung, dann sterbe ich vor Schmerzen. Extreme Schwindelanfälle, ich kann mich kaum auf den Beinen halten, ich schreie vor Schmerzen. Und wenn ihr Glück habt, kippe ich nicht gerade irgendwie auf der Straße mal um. Magen-Darm-Probleme gehören auf jeden Fall auch noch dazu, da Endometriose auch andere Organe befallen kann und das auch auf Magen und Darm schlagen kann. Das heißt, Verdauungsprobleme sind auf jeden Fall auch noch on top dabei. Ich erzähle das hier jetzt natürlich so ein bisschen lustig betont, aber ihr könnt mir glauben, es ist absolut nicht lustig und es ist wirklich eine Qual. Wenn ich also meinen regulären Zyklus habe, dann kann es schon mal sein, dass ich 6 bis 8 Schmerztabletten am Tag nehme. Und jetzt stellt euch mal vor, eure Blutung dauert nicht nur 3 Tage, sondern vielleicht 7 oder 8 Tage. Rechnet euch das einfach mal hoch, wie viele Schmerztabletten das im Monat sind. Ich habe noch das Glück, ich habe nicht den ganzen Zyklus Schmerzen, aber es gibt Endometriose-Patienten, die haben tatsächlich den ganzen Zyklus Schmerzen.
die haben noch viel stärkere Symptome, als ich sie jetzt gerade habe. Und ich sage euch jetzt gerade an dieser Stelle, ich dosiere schon sehr, sehr hoch die Schmerzmittel, wenn ich nicht gerade in der Ketose bin. Wenn ich mich also zurücknehme und an durchschnittlich 5 Tagen Schmerzmittel nehme während eines normalen Zyklus, wo ich dann eventuell auch schon mal so 6 Stück nehme am Tag, im Vergleich dazu schaffe ich es in der Ketose, an 3 Tagen Schmerzmittel zu nehmen, vielleicht so bei 4 Schmerztabletten am Tag. Jetzt, wo ich so überlege, ich glaube, ich hatte sogar schon Tage, da habe ich 2x4 genommen und 1x nur 2. Also es macht auf jeden Fall einen signifikanten Unterschied und ich kann deutlich niedriger dosieren. Die Blutung ist nicht so stark. Die Blutung ist kontrollierbarer, sie ist deutlich weniger stark. Ich glaube, wenn ich das in Prozent ausdrücken müsste, dann ist es vielleicht so noch Pi mal Daumen 70% von der normalen Blutung, mal 65, mal 75, aber auf jeden Fall reduziert. Die Monatsblutung ist außerdem kürzer. Mir ist aufgefallen, dass es im Schnitt auf jeden Fall 2 Tage kürzer ist. Und was auch ein extrem wichtiger Punkt ist, die Schmerzen sind nicht so extrem. Ich kann die Schmerzmittel zum einen niedriger dosieren, zum anderen ist die Art von Schmerz aber auch anders. Die Schmerzen sind da, die Schmerzen sind definitiv weiterhin noch da, aber sie sind erträglicher. Sie sind nicht ganz so krampfartig, man hat mehr so diesen durchgehenden Schmerz, der meiner Meinung nach auf jeden Fall besser erträglich ist, als diese unkontrollierbaren Krämpfe, wo man teilweise einfach rumschreien muss und gegenatmen muss. In der Ketose kann ich auf jeden Fall auch sagen, dass der Magen-Darm-Trakt deutlich weniger angegriffen ist. Das kann jetzt natürlich ein Sekundäreffekt sein, wenn man weniger Schmerzmittel nimmt, aber auch ansonsten habe ich auf jeden Fall das Gefühl, ich vertrage das Essen deutlich besser. Mein Resümee zur Ketose: ich habe mich deutlich, deutlich lebendiger gefühlt, ich hatte mehr Energie, ich hatte nicht so starke Blutung, was dazu geführt hat, dass mein Eisenmangel auf jeden Fall besser wurde. Ich konnte die Schmerzmittel runterdosieren. Und die Schmerzen waren einfach erträglich. Die Schmerzen waren erträglich. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe jetzt tatsächlich 7 Monate in der Ketose ausgeharrt und habe dann aufgehört, mich ketogen zu ernähren. Nach 2 Wochen hatte ich wieder meine Tage. Und ich habe nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich hatte nach 2 Wochen genauso krasse, heftige, unaushaltbare Schmerzen wie vor der Ketose. Ich habe selber vergessen, wie schlimm und unerträglich und traumatisch diese Schmerzen einfach sind. Ich finde, traumatisch trifft es tatsächlich gut, weil es in mir ausgelöst hat, dass ich sofort bereit war, die Pille zu nehmen, weil ich nie wieder diese Schmerzen spüren wollte, weil ich tatsächlich einfach Angst vor dem Zyklus bekommen habe, weil ich wirklich vergessen habe, wie unerträglich schlimm die Schmerzen sind. Und ich würde sagen, ich bin recht hart im Nehmen, wenn es um Schmerzen geht. Aber diese Schmerzen sind einfach unaushaltbar. Mein persönliches Resümee in Bezug auf meine Erfahrung zur Ketose: Schmerzreduktion, die Ermöglichung eines normalen Lebens und ein vergleichsweise relativ normaler Zyklus. Viel weniger Einschränkungen im Alltag, deutlich weniger psychischer Ballast, den man mit sich rumträgt. Ich fand es persönlich für meine Zwecke auf jeden Fall mega gut zu wissen, dass man tatsächlich was mit der Ernährung tun kann. Ich muss dazu sagen, an dieser Stelle muss ich hier kurz nochmal anmerken, ich habe auch nochmal versucht, die Low-Carb-Variante zu machen. Es hat mir tatsächlich vom Effekt nicht genug gegeben. Ich musste die Schmerzmittel deutlich höher dosieren als in der Ketose. Und die Schmerzen waren fast nahezu genauso unerträglich. Das Einzige, was Low Carb auf jeden Fall bei mir bewirkt hat, ist, dass diese krampfartigen Schmerzen ein bisschen weniger oft aufgetreten sind. Aber jedes Mal, als sie aufgetreten sind, war das wie ein kurzes Trauma und es hat mir auf jeden Fall nicht gereicht, mich Low Carb zu ernähren. Das war auf jeden Fall mein Video zur ketogenen Ernährung in Bezug auf Endometriose. Ich hoffe, es war für den einen oder anderen spannend. Und es ist, wie gesagt, nur mein persönlicher Erfahrungsbericht und mein Selbstexperiment gewesen. Das ist jetzt keine Aufforderung und auch keine Tipps und Tricks, dass ihr jetzt unbedingt in die Ketose müsst. Das Einzige, was ich euch eventuell als Tipp ans Herz legen würde, versucht es mal mit Low Carb, falls ihr betroffen seid. Es hat, wie gesagt, geholfen. Mir persönlich nur im Vergleich zur Ketose nicht ausreichend. Der Preis einer langfristigen Ketose ist es mir wiederum nicht wert, mich weiterhin ketogen zu ernähren. Dementsprechend bin ich jetzt gerade tatsächlich wieder dabei, ein neues Hormonpräparat zu testen. Falls ihr das interessant findet, kann ich euch auch gerne nochmal dazu ein Video machen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.